Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie live dabei und es kann eigentlich keinen Zweifel geben. Dieses Spiel hier, das wird richtig interessant. Midtjylland gegen FC Porto. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Er wird für Ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Ihn sollten Sie besser nicht zum Abschluss kommen lassen. Da steckt ein ordentlicher Bums dahinter. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Und jetzt sehen wir hier die Aufstellung des FC Porto. Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel, Buschi. Ja, Wolf, weil sie natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. Das war der Anstoß. Spiel läuft. John Kools. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Erik Zwiatschenko. Gute Aktion. Super dieses Zuspiel. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn werden immer tiefer. Wie reagiert er jetzt auf diesen Rückstand? Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Corona. Mbemba. Oliveira. Wird's jetzt gefährlich? Könnte der Ausgleich werden. Ball läuft gut. Sisto. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß.
Wunderbar, wie er diesen Freistoß im Netz unterbringt. Hier ist die Wiederholung. War das so gewollt? Ich glaube schon. Senkt sich da am Ende rein, diese Bogenlampe. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Bemba. Guter Pass jetzt. Jetzt die Chance. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Das ist doch mal eine Antwort. Sie treffen mit dem nächsten Angriff selbst. Was für eine Moral. Respekt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es hier 2-1, eine enge Kiste. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Das könnte gefährlich werden. Er überzeugt heute als Passgeber. Scholz. Macht er gut. Und da ist der Ball wieder weg. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Gute Pässe jetzt. Da erobert er den Ball. Klasse gespielt, guter Steilpass. Die Riesenchance. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Wir sehen uns das Tor gerne nochmal an. Zunächst der Steilpass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ja, ganz klar, das war so ein wichtiges Tor. Da freut er sich. Seine Mannschaft hat sich hier toll zurückgekämpft. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2-2 passiert. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. John Kools. Den Ball spielt er raus. Zverchenko. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig.
Oliveira. Super Pass. Da ist die Chance. Da schießt er. Tor. Und jetzt liegen sie hier vorne. Was für eine Aufholjagd. Ist es wirklich zu fassen? Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses wirklich schönen Treffers. Erst der Steilpass und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Wird's jetzt gefährlich? So, Konterchance, vielleicht jetzt. Da ist Platz auf dem Flügel. Jesus Corona. Jesus Corona. Der Ball kommt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das war kein Glanzstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Sie lassen ihnen da im Strafraum viel zu viel Raum und Zeit. Ja, und dann fällt das Tor. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4 zu 2. Viel passiert in Hälfte 1. 6 Tore haben wir gesehen. 4 zu 2 steht's. So darf es weitergehen. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Bemba. Oliveira. Pepe ist das. Nun Pepe am Ball. Einwurf. Ja, der lange Einwurf. Mal sehen, was sich daraus ergibt. Ja, das könnte was werden jetzt. Könnte jetzt eine Chance entstehen. Er versucht's. Der Pass. Stark gemacht. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten und genau das tut er. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Oh, da sehen wir schon die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn. Dieser Gegentreffer, der schmeckt dem überhaupt nicht.4-3 der Spielstand, das erlebt man auch nicht alle Tage. Gut, den Ball erobert, hat diesen Pass da geahnt. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Sie lassen Ball und Gegner laufen, die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Und direkt zurückgespielt. Jetzt ist Platz für den Konter. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da erobert er den Ball. Marega. Jetzt schießt er. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel und dann macht das stark. Unwiderstehlich, Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind, also spitze gemacht. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Fünf zu drei jetzt also. Ja, was ist denn hier heute los? Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ja, energischer Vorstoß. Sieht gefährlich aus. Könnte der Anschlusstreffer werden. Guter Einsatz. Das war wichtig. Gut gemacht vom Torhüter. Er hat hier heute überragend gespielt. Kein Wunder, dass es da Sonderapplaus gibt bei der Auswechslung. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und jetzt wird es Einwurf geben. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Guter Vorstoß jetzt. Ball verspringt, klar, schwache Ballannahme hier, aber der Druck war auch enorm. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Jetzt kommt hier der Wechsel. Die Gäste werden wechseln.
können sie hier verkürzen. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Sisto. Der Ballverlust. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Guter Pass. Der Ball kommt hoch rein. Wird Abschluss geben jetzt. Sie wechseln aus. Wird das eine Torchance? Jetzt können sie den Ball reinbringen. Vielleicht der Anschlusstreffer. Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor noch mal einen Schub. Da machen sie noch ein Tor. Aber am Resultat wird das nichts mehr großartig ändern. Nee, dazu sind sie zu deutlich unterlegen. Sie werden dieses Spiel verlieren. Also die Zuschauer dürften Spaß haben. Wir sehen hier heute richtig viele Tore. Beide Teams offensiv voll da. Marco Grujic. Oliveira. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Tja, diesen knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Schöner Auftritt heute von ihm. Zwei Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr?